Hallo, willkommen zurück hier bei Ghost Exorcism Inc. mit dem lieben Totonak. Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend. Und wie schon in der letzten Folge angeteasert, fahren wir heute nach Belgien. Aber was erwartet Genau, uns denn dort? Ja, der Bürgermeister dieses Kleinortes hat uns kontaktiert, nachdem es bei den Renovierungsarbeiten am alten Fort zu paranormalen Phänomenen kam. Das Fort wurde vor Hunderten von Jahren verlassen. Jetzt müssen wir dort mal gucken und einen großen Zeh reinhalten, was dort abgeht, damit die das Fort weiter restaurieren können. Aber diese Mission gibt es einen kleinen Unterschied. Es ist Genau. nämlich für eine Rettungsmission da. Das heißt, da ist ein anderes Team gewesen, was vor uns das schon machen sollte. Und die sind kläglich gescheitert und wir wurden jetzt gerufen, um diese Sorte zu retten. Und unsere komplette Ausrüstung ist in dem Ort verstreut. Also wir haben nichts außer Taschenlampen, glaube ich, in unserem Van dabei. Genau. Den Rest müssen wir vor Ort finden. Und damit dann neben der Rettung natürlich auch den Exorzismus schlussendlich durchführen zu können. Genau. Und da wollen Da wir schauen wir auch mal, was das wird. jetzt direkt reinstarten. Eben. Ja, alles gut, wir fahren heute mit offener Tür. Ich glaub schon über Boden. So, hier sind wir auch wieder. Okay, wir haben. Ja, zwei Maria. Ja. Zwei Maria-Statuen. Einfache Taschenlampen. Zwei Kruzifixe. Und eine Polaroid-Kamera. Jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht auf Jeffrey treffen. Dem würde die Polaroid gefallen. So, hier ist das alte Fort. Da gehen wir jetzt rein. Fahren fort. Hallo? Jemand da? Oh! Da haben wir gleich. Die nehme ich das auch sofort mit. Hier vor mir. Oh, ein Schatten. Ich glaube, es war ein Schatten. Ja. Es sieht sehr schattig aus. Wir haben hier ein Pentagramm. Oh, okay. Bloß damit wir es schon mal wissen. So, Ghostpedia, also wir haben schon mal einen Schatten. Und wir haben einen Pentagramm. Nicht dazu zählt. So, hier haben wir ein Buch, Weihwasser, so wie es aussieht, und Weihrauch. Das sind Tigeraugen. Das ist Tigeraugen. Ah, okay. Das sah ein bisschen komisch aus. Buch. Was? Das ist das Exorzismusbuch, sage ich. Genau, das ist, wenn ihr es gerade mitgekriegt habt, auch ein kleiner Unterschied zur Phasmophobia. Wenn man hinter Wänden direkt ist, also so um die Ecke, dann ist der Team-Sound auch abgedämpft. Also das ist wirklich, als würde man durch eine Wand reden oder so. Mhm. Können wir das große Kreuz mitnehmen? Oh, na. Ja, kann ich. Geil. Et Spiritus Sanctum. So, aber weißt du, wo ich zuerst hingehen will? Genau. Warte, ich mache hier nochmal das Licht an. Kannst du rausgucken? So, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Natürlich schön, dass hier klein hart ist. Ist doch ein Zeichen oder was? Ja, irgendwie schon. Hallo, jemand zu Hause? Hier ist der Ursprung. Oh, in den Katakomben ist der Ursprung. Das ist natürlich schön. Oh, wie das hier tropft. Hier haben wir ein Buch und Videokamera. Schreib ins Buch. Es
Gilt ja, glaube ich, beim Geist oder auch bei dem Ursprung. Ich glaube, bin mir aber Schreiben nicht zu des Buches. 100% sicher. Ich nehme auf jeden Fall das Buch erstmal mit. Mach das. Na, bewirf mich nicht mit den Tigeraugen. Ja, das ist auch so ein Problem. Jetzt habe ich das eingesammelt, aber man kann es nicht ablegen, ne? Oder? Doch, doch, mit F fallen lassen. Ah, da geht es dann kaputt. Okay. Tschüss. So, ist hier noch was drinne? Nö. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Gehen wir mal rein, hä? Rein in die gute Stube. Oh, schöner Mond. Oh, hier kommt er gerade. Schreib ins Buch. Hey, renn nicht weg. Ich will ein Autogramm von dir. Du kannst auch malen, wenn du nicht schreiben Kreuz. kannst. Eben, das ist vollkommen okay. Wir judgen dich nie dafür. Ja, das finde ich auch so schön, dass man hier die Kerzen anmachen kann. Ich glaube, hier gab es Brazos. Auf jeden Fall schon mal große Oh. Steinkamera. Also jetzt können wir einen Film drehen. Haben Sie hier ein Interview gedreht oder was? Nee, hier waren die Dreharbeiten, weißt du, jetzt kommt doch das der neue Huibu raus, der neue Huibu-Film. Oh, hier ist es. Ta ich habe das Thermometer Das Problem. gefunden. Oh, das ist gut. Das Problem ist nur gewesen, dass der Huibu wollte halt nicht mehr gehen, weil sie wollten nicht bezahlen und hat gesagt, gut, dann nehme ich halt das Fort hier, das Schloss fertig. Und die gesagt, nee, das geht nicht. Und jetzt gibt es einen großen Rechtsstreit, weswegen wir hier sind, den auszutreiben. Ja, Hey, 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 also wir sind hey. eigentlich nur Peter. Hey, nimm das mal so runter. Ich will mir keine Bämme schmieren. Nimm das mal so runter. Okay. Auch schön, wie der direkt hinter uns wieder die Tür zugemacht hat, hä? Da, die Brüder. Hallo. Schreib mir doch ins Buch, du Süße. Boah, geil, Wein. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das normal ist, dass dieser. Ja, ich glaub schon. Der, hier. Boah, wie der hier rumsprintet. Hat mich unsittlich berührt. Ich hab's gesehen, als er wieder dort aus der Tür kam, das sah aus wie der Schatten von Nosferatu Hicks selbst, ne? Ich bin verletzt. Bist du? Bitte helfen Sie. Da Bitte dieser. helfen Sie mir. Gott, er kommt. Ah, ich hol mir ein Energy. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Ja. Ich fahre Minustemperaturen. Ich habe ihn nämlich bis hier rausrufen hören, deswegen dachte ich. Ah, nee, der wollte mich liebkosen, aber ich hab mein Keuschheitsgurt. Ja, schön. So, jetzt kann ich wieder sprinten. Bleib draußen! Ich glaube, da wollte ich. Der wollte jetzt seinen Keuschheitsgürtel abmachen.
Der hat einen Schlüssel gefunden. Der hat dir bestimmt einen Schlüssel abgenommen. Scheiße. Ah, Mist. Habe ich nie drauf geachtet. Verdammt, ich hab doch gesagt, nimm dir nicht mit rein. Ich wusste, dass das passiert. Aber wir wissen ja schon, Schwein. wir haben einen Schatten. Gefahrenstufe Mittel. Diese Entität wirft ihren Schatten auf Oberflächen. Ja, das haben wir schon gesehen. Optimieren Sie Lichtquellen für eine bessere Beobachtung. Die Entität interagiert mit Lichtquellen. Bitte verwenden Sie zur Sicherheit die Ausrüstung des Unternehmens. Hatten Sie schon einmal das Gefühl, beobachtet oder verfolgt zu werden, wenn Sie durch üble Orte mit einer düsteren Atmosphäre gehen? Der Schatten ist eine körperlose Entität, die sich von negativer Energie ernährt und es vorzieht, die armen Nachen zu erschrecken, die es wagen, ihr zu begegnen. So, und da haben wir hier nämlich auch, wenn ihr es gesehen habt, passive Abwehr, das Kruzifix, aktive Kamera, das Neutronengewehr und die Salzschrotflinte. Ich nehme jetzt mal das Kruzifix mit und noch eine Kamera. Bist du schon wieder los, Alter? So, und jetzt sind wir auch wieder zurück nach kurzen technischen Schwierigkeiten. So manchmal kackt der Voice Chat wohl ab in Game, dass wir uns dann nicht mehr oder ich den Tutorenhack nicht mehr hören kann. Und da sind wir jetzt einfach mal schnell in Discord rüber. Ja. Ja. Das ist halt jetzt so. Aber was wirst du machen? So, Monsieur Schatten. So, ich erkunde mal hier ein bisschen das Fort noch weiter. Oh, dasselbe gemacht, oder? Hilfe! Hat er mich schon wieder? Hallo! Bei dir, bei dir. Ich glaube, da wenn er, dass du dort hinter gehst. Ich bin doch nur die Treppen hochgegangen. Na, fand der glaube ich nicht so cool. Der ist ja schon wieder. Der steht genau vor dir, pass auf. Ich sehe nicht, ich habe gerade kein Licht. Ist er rausgegangen? Ich glaube ja. Oder dahinter in den Raum. Auf jeden Fall ist er hier vorne nicht mehr. Ich hol mir Ich mal gehe. den zweiten Energy Drink. Mach das, mach das. Okay, ich guck mal derweil hier weiter. Wir haben immer noch keinen von der Rettungsmission gefunden. Nee, irgendwie gar nicht. Ich hab auf jeden Fall schon mal ein Medikit gefunden. Das ist gut. Und ich habe hier das Super-Duper-Gerät. Das Super-Duper-Gerät? Das Super-Duper-Gerät, was uns sagt, was wir in dem welchen Raum finden. Den Schnüffler meinst du? Der Schnüffler, nehmen wir es Schnüffler, ich habe es genannt. Ich habe Medikits gefunden, ich habe auch was zu trinken gefunden. Ich habe Schön, eine schön. Taschenlampe gefunden. Oben im Speisesaal ist auf jeden Fall ein verfluchtes Objekt, das kann ich schon mal sagen. Ah, ich habe hier Schriften, Zeichnungen gefunden. Hier steht, you will die here. They can't help you. Join me. Not. Kann man mal so machen, oder? Natürlich. So, jetzt gehe ich wieder die Treppen hoch, die ich vorhin hochgehen wollte. Mal gucken, ob ich jetzt darf. Jetzt ist der bei mir hier oben. Was findet der jetzt hier auf immer hier oben? Oh, hier ist ein Medikit. Macht der. Hat der hinter mir die Arzt gemacht? Ich hab ihn. Max, geht's dir gut? Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn ausgelöscht. Sauber.
meine Murmeln liebkosen. Das hat man schon genau gespürt. Also ich bin hier gerade in den Raum rein. Ich habe hier nämlich auch den ersten Typen gefunden. Oh, ja. Und der hat mich hier gerade in den Raum eingesperrt. Der hat die Tür zugemacht und ich kam nie wieder raus. Aber hier ist auch Salz. Ja, Salz. Zweimal. Ich werf dem mal die Reling runter, ne? Oh, dann nimm. Oh, oh, oh. Hast gesehen? Stehe. Ach hier. Schön. Herrlich. Hallo. Aber auf jeden Fall hier schon mal. Oh, hier ist Geisterbox. Was sollten wir hinten noch haben? Ja, es sagt nichts. Und nichts. Noch Medikit? Ja, genau, das war bestimmt. Herr Bastard. Ich hab'n. Da kam er wieder mit seinen Händen. Löschern aus Horror, du. Boah, Alter. Der Scheinwerfer. Ob der ist. Alter, vom Sound her ist aber nicht fertig mit dir. Na. Wo bist du? Der hat's einfach nur nie erwartet. Du? Zum Schatten, das wird man vielleicht zum Sch. Oh, da kommt gerade die Treppen hoch. Wo bist du? Sprich zu mir. Der ist hier gerade eben die Treppen hoch. Der ist hier. Muss hier hinten gleich rumkommen. Wenn er hier immer noch irgendwo ist. Ach, hier. Hm. Müsste eigentlich im Speisesaal sein. Wo bist du? Ich glaube, der ist wieder runtergegangen. War eine Bagge. Ey, du Hund! Aber wir haben immer noch nicht so viel Sachen gefunden, ne? Hier, der ist gerade raus zur Tür. Ja, ja, sprich zu mir. Sprich zu mir. Sprich zu mir. Er kam mir zu gefährlich rüber, ich musste ihn auslöschen. Oh. Also unfreiwillig. Also. Hallo, hier ist einmal der Max aus dem Off. Und zwar hat jetzt an dieser Stelle das Internet vom Totonac kurze Connection-Abbrüche gehabt. Und da ist das in dem Spiel so, dass er komplett aus der Lobby rausfliegt, aber noch im Spiel und in der Mission bleibt. Nur halt, wir beide jetzt komplett allein parallel die Ermittlung weiterführen werden im Video, weil sonst hätten wir nochmal komplett neu anfangen müssen. Deswegen nicht wundern, wir reden noch über Discord zusammen, spielen uns auch gegenseitig die Hinweise zu, aber wir sind halt nicht zusammen in einer Lobby mehr. Nur so als kleine Randinfo, aber jetzt geht's weiter mit dem Video. Durch den Internetgott. Da hat gesagt zu meinem Kind, du kommst jetzt zu mir. Der liebe Internetgott. Der Schatten guckt mir immer noch auf den Bobs, der läuft mir die ganze Zeit hinterher. Oh nee. Da hat der Schatten dein Internet heimgesucht. Echt mal.
frage mich, ob ich in der Warte laufen kann. Haben wir irgendwelche Räume übersehen? Jetzt muss ich aber nochmal weiter gucken. Also direkt am Eingang, da geht auch noch eine Treppe hoch. Da gehe ich Climber hoch. Direkt am Eingang? Quasi, wo das Pentagramm ist, geradeaus. Halt auf der linken Seite. Da geht's hier auch nochmal in den Turm hoch. Ah, hier ist der Analyzer. Ah, jo. Ah, das ist gut. Und ein Schwert. Das ist auch gut. Geschubst der Hund. Was ein Mann. Sprich zu mir. Wo bist du? Zu mir. Oh, der ist bei mir gerade oben durch das Flutlicht gelaufen. Und ich stand unten an der Treppe quasi. Sprich zu mir. Wo bist du? Nutze dieses Gerät, um mit mir zu sprechen. Da hat er mich in seiner Katakombe ein, ja. Hey, was ist denn das für ein Scheiß? Ich hab den was? Analyzer hab ich hier hingeworfen ins Foyer an. Müsste ja eigentlich dann auch ein Signal kriegen, ne? Ja. Der ist vorbeigelaufen, nicht. Ach ne, no scan mode. Also Analyzer haben wir nicht. Aber trotzdem haben wir bloß eine Person. Kann doch nicht sein, dass wir Räume übersehen haben. So, ich bin jetzt nochmal die Wendetreppe hoch. Da war der eine drin. Hier ist niemand. Hier ist der Schnüffler. Er will mich. Er will mich. Ich habe aber ausgelöscht. Ich habe ein Secret gefunden. Aha, geh mal bitte in den Raum im Foyer, wo die Weinflasche und die Fässer drin sind. Weißt du wo?
Ja, schon die Also Treppenausgänge sind. bei der großen steinernen Treppe, der Raum direkt unten an der Treppe. Ja. Und geht da mal hinten links einfach an der Wand geradeaus durch. You realize the cell of the stream are duly, may you find rest in the glitchy limbo. Oh. Oha. Und noch so ein Keyboard, was du aufheben kannst. Crazy. Das ist ja cool. Das ist ein äußerst komische Entität. Okay, ich bin gerade noch einen Turm hochgelaufen. Da liegt aber oben gar nichts. Da ist unten liegt das Exorzismusbuch. Das war's. Okay, aber hier steht auch, es werden bis zu 3 Mitarbeiter verwurzelt. Ist ja jetzt nie zwangsläufig, dass es 3 Leute sein müssen. Nö, dann haben wir bloß einen. Was war denn der andere? Also Temperatur negativ. Und die Oberfläche schrubbt. Was schon sogar vorgenommen hat. Was oben in dem, ich sag jetzt mal in diesem einen Arbeitszimmer ist. Hab ich gar nicht gesehen. Sichtbar mit dem Oh. bloßen Auge? Ich bin tot. Richtig, Gestorben. richtig Hier. tot. Nee, richtig tot. Oh. Der stand auf einmal vor mir und hat mich instant rausgenommen. Ja, mich hatte der auch gerade eben in dem Moment nochmal gejagt, aber ich hatte die Sofortbildkamera gerade in der Hand und haben weggeblitzt. In dem ein Arbeitszimmer. Haben wir eigentlich ein EMF-Gerät gefunden? Ich habe keins gefunden. Aber ich nehme hier ohne. Wir haben völlig übersehen irgendeinen Raum. Nee, nee, Raum übersehen wir keinen. Aber wo ist dann der EMF-Reader? Sonst hat man alles richtig. Kann ich jetzt sehen. Was ist denn der letzte Hinweis? EMF Stufe 5. EMF 5. Na gut, musste ja bloß noch sein. Weihrauch im Schreckensursprung. Pentagramm mit Weihwasser. Neutronengewehr auf dem Geister habe ich schon. Blitz Sofortbild habe ich auch schon. Also brauche ich noch Weihwasser und Weihrauch. Weihrauch hatte ich hier gerade irgendwo ins Stehen sehen. Ja, ich hab's. So, jetzt muss ich bloß noch lebendig rauskommen. Einmal in die Kraft runter.
Da kam der Wichser mir gerade entgegen. Also, nee. Weil ich gerade in den Raum rein bin, unten in die Gruft, und habe zwei Rauch angezündet. Oh, war das arschknapp. Da kam mir gerade die Treppe hoch entgegen. Ich habe mal erledigt, ich gehe jetzt. Ich habe bloß einen gefunden. Das ist gut. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Und wir haben den Schatten zum Schluss leider allein. Aber wir haben ihn exorziert. Haben jetzt keine Objekte gesammelt, weil ja alleine auf der Map mit dem Schatten war mir dann doch ein bisschen zu heidel. Aber wir haben zwei Nebenziele erreicht, 380 Euro trotzdem gekriegt und wir sind jetzt Stufe 23. So. Also, liebe Freunde, wenn ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten dürft ihr gern beim nächsten Mal wieder einschalten. Und wir sehen uns entweder bei einer nächsten Runde Ghost Exorcism oder bei einem anderen Projekt. Vielleicht ja bei dem Solo-Projekt von mir Minecraft. Vielleicht aber auch mit dem Projekt von Marvin und mir Hunt Showdown. Schaut gerne rein und dann sehen wir uns hoffentlich wieder in einer anderen Folge. Bis dahin. Ciao. Tschüss.